So, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Mitglieder und Freunde der Christdemokratie aus dem gesamten Frankenberger Land und Umgebung. Sie haben gesehen, kein noch so guter Schlachtplan überlebt den ersten Feindkontakt, so auch hier, weil gerade sich das Mikrofon verabschiedet hat. Deswegen werden alle, die heute Abend hier am Rednerpult stehen, ihre Stimme etwas heben müssen. Sollte ich in den letzten Reihen nicht mehr zu hören sein, dann bitte ich um ein ernst gemeintes Signal, Johannes. Gut. Also, nach mehr als zweijähriger Pause und Sie erinnern sich bestimmt alle noch gut und voller Freude an die prall gefüllte Eder-Bergland-Halle am 11. März 2020, begrüße ich Sie sehr herzlich zum Frühlingsempfang des CDU-Stadtverbandes und der CDU-Stadtverordnetenfraktion Frankenberg. Dies tue ich ausdrücklich auch im Namen unserer Stadtverordneten und Stadträte, meiner Vorstandskollegen sowie insbesondere und mit den besten Grüßen unseres Fraktionsvorsitzenden Jannik Schwebel-Schmidt. Ich freue mich nicht nur in eine sehr gut besuchte Halle und auf ein interessiertes, stimmungsvolles Publikum zu blicken, ich freue mich besonders darüber, Sie alle bei bester Gesundheit zu sehen, denn nach zweijähriger Pandemielage ist das ganz sicher keine Selbstverständlichkeit. Als wir uns zuletzt, wie gesagt, es war vor etwas mehr als zwei Jahren, in vergleichbarer Runde trafen, sah die Welt noch ein wenig anders aus als heute. Ja, Corona stand schon in den Startlöchern, doch die wenigsten konnten sich wohl ausmalen, was das tatsächlich für uns alle bedeuten würde. Von einem Krieg in Osteuropa, einem russischen Angriff auf die Ukraine, war erst recht nicht die Rede. Umso wichtiger ist es uns heute, Ihnen allen nun wieder eine Art von Forum zu bieten, um zusammenzukommen, alte Kontakte aufzufrischen, neue zu knüpfen und sich über Themen austauschen zu können. Unser Anspruch als Frankenberger CDU ist es, Menschen zusammenzubringen und ihnen sowohl einen interessanten Gastredner, der im doppelten Sinne etwas zu sagen hat, als auch einen attraktiven Veranstaltungsort zu bieten. Beides scheint mir heute erneut gelungen zu sein. Lassen Sie mich also mit dem Reigen der Begrüßungen beginnen. Mein erster Gruß gilt selbstverständlich dem Gast des heutigen Abends, der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Yvonne Maqvass. Ein herzliches Willkommen Ihnen. Frau Maqvass, hinter Ihnen liegt eine fordernde Sitzungswoche des Bundestages. Das Ende des Donnerstagsplenums war wohl für 1.25 Uhr vorgesehen. Vermutlich wurde es später. Heute ging es dann wie gewohnt zeitig weiter. Insofern sind wir froh und glücklich, dass Sie heute an einem Freitagnachmittag, überpünktlich übrigens, den Weg nach Frankenberg gefunden haben und uns hier besuchen. Sie gehören zu den neuen, frischen Gesichtern unserer Partei, die nach der Niederlage bei der letzten Bundestagswahl in die vordere Reihe gerückt sind. Sie sind zentraler Bestandteil eines weiter stattfindenden Generationswechsels innerhalb der CDU, der sicher noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird und darüber hinaus nicht nur personelle Erfordernisse abbildet, sondern auch mit inhaltlichen Erneuerungen einhergehen muss. Insbesondere aber sind Sie die höchste staatliche Repräsentantin, die die CDU derzeit zu bieten hat. Mit viel Potenzial noch für weitere Entwicklungen. Ich kenne tatsächlich genügend ernstzunehmende Menschen, die Sie gerne aus guten Gründen im BMVG sehen würden. Somit ist Ihr Besuch beim Frühlingsempfang der CDU Frankenberg etwas ganz Besonderes, worauf wir sehr stolz sind. Sie gehören ja, wenn ich das so formulieren darf, zur gleichen Alterskohorte wie Christian Lindner, Annalena Baerbock oder Lars Klingbeil, die nun auf Seiten der Regierungskoalition Verantwortung tragen. Und darin zeigt sich ein Generationswechsel, denn es sind die nun um die 40-Jährigen, die an führende Stellen von Staat und Gesellschaft treten. Das wiederum ist ein bedeutender Aspekt, wenn wir auf die derzeitige Lage, insbesondere die sicherheitspolitische, blicken. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Generation der sogenannten Millennials, also die Altersgruppe derer, die ab ca. 1980 oder ab um 1980 Geborenen, deutlich unbefangener und auch selbstbewusster auf die großen Fragen unserer Zeit blickt. Man denke nur an die spürbar deutlicheren Positionen von Frau Baerbock zur Frage von Unterstützung für die Ukraine gegenüber dem, was der Bundeskanzler sagt. Man muss sicherlich nicht jede Meinung im politischen Diskurs, egal ob sicherheitspolitisch oder nicht, teilen, schon gar nicht übrigens, wenn sie von Grünen kommen, dieser Formant sei mir erlaubt. Aber man sollte zur Kenntnis nehmen, dass eine neue Generation, egal in welchem politischen Lager, maßgeblich zur Belebung der deutschen Politik beiträgt. Das wiederum ist bitter notwendig und ich mache das an zwei Beispielen fest. Anfang April veröffentlichte das Allensbach-Institut eine Umfrage, wonach nur 19% der Deutschen hoffnungsvoll in die nahe Zukunft blicken. 19%.
Vor wenigen Wochen erst fragte Forsa in einer anderen Umfrage, welcher Partei trauen Sie zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden? 57% der Befragten antworteten, keiner Partei. Das muss zu denken geben. Wir sind also in einer Situation, in der es auf allen Ebenen eine politische Führung braucht, die Wege in die Zukunft aufzeigt und das Volk aktiv auf den Weg in diese Zukunft mitnehmen kann. Es braucht politische Führung, die für Werte wie Sicherheit, Vertrauen, Fortschritt und Stabilität steht, auf der Basis von Persönlichkeit, Lebensweg und auch Profession. Das muss nicht zwingend mit einem Generationswechsel einhergehen, aber eben doch mit neuen Methoden und Ideen. Nicht alles Neue ist bekanntermaßen gut, aber wenn das Bewährte so sehr an Grenzen stößt, wie wir das momentan immer wieder erleben, dann wird es Zeit für neue Köpfe und für neues Denken. Und gerne auch mit frischen, unverbrauchten Impulsen von außen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Aus diesem Grund, und jetzt kommen wir zum kommunalpolitischen Aspekt des Ganzen, wird die CDU Frankenberg die nächsten Monate nutzen, um sich auf die politischen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Mit dem Projekt, ich nenne es jetzt einmal FKB 2040, wollen wir die Grundlage schaffen, um auch künftig die passenden Antworten auf die Fragen und Bedürfnisse unserer Mitbürger geben zu können, um auch künftig mit Mehrheit Politik gestalten zu können. Es wird nach den Sommerferien eine Mitgliederversammlung der CDU geben, wo wir den Startschuss geben wollen für dieses anspruchsvolle Vorhaben. In den darauf folgenden Wochen wollen wir in verschiedenen Fachforen mit Ihnen zum Beispiel über die Zukunft der Arbeitswelt in Frankenberg, über veränderte Lebensbedingungen und Freizeitbedürfnisse im Zeichen fortschreitender Digitalisierung und über gesellschaftlichen Zusammenhalt auf dem Lande und über noch einiges mehr sprechen. Die Erkenntnisse dieser Fachforen sollen in ein Thesenpapier gegossen werden und dieses Dokument wird dann wiederum die Grundlage für eine erfolgreiche politische Arbeit unserer Partei in den kommenden Jahren in Frankenberg bilden. Auf diese Weise wollen wir gemeinsam mit Ihnen über morgen sprechen. Nun aber möchte ich zu den Begrüßungen zurückkehren, auch wenn es etwas abrupt ist, aber es ist dringend geboten, ordnungsgemäß die Hausherren zu begrüßen. Nicht nur mein Gruß gilt der Familie Beil mit Günter Beil an der Spitze, sondern auch mein besonderer Dank, denn ohne diese tollen Räumlichkeiten, die organisatorische Unterstützung und Ihr Engagement könnte dieser Empfang auf diese Weise nicht stattfinden. Vielen Dank für diesen keinesfalls selbstverständlichen Einsatz. Ich gebe uns erneut die Gelegenheit, die CDU in Frankenberg als offene, lebendige und fortschrittliche Partei zu präsentieren. Wir können folglich dort weitermachen, wo wir mit vorangegangenen Empfängen aufgehört haben und zugleich unser Prinzip regionaler Verantwortung in den Vordergrund stellen. Wie zu erkennen ist, sind am heutigen Tage nicht nur Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union eingeladen. Wir haben wie immer Wert darauf gelegt, mit dem Einladungskreis erneut die gesamte Bandbreite des gesellschaftlichen Lebens der Region abzubilden. Es erscheint mir schwierig bis unmöglich, jeden Anwesenden angemessen zu begrüßen oder zu würdigen, auch wenn es jeder Einzelne verdient hätte. Dennoch möchte ich einige Persönlichkeiten nicht unerwähnt lassen. An erster Stelle grüße ich diesmal also die Person, die diesen Empfang mit Ivan Makwas durch sein Engagement ermöglicht hat, den neuen Bezirksvorsitzenden der CDU Kurhessen und Waldeck, also in Nordhessen, und Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Kassel-Land-Waldeck, unseren Freund und CDU-Kreisvorsitzenden Armin Schwarz. Ebenfalls mein besonderer Gruß gilt unserem langjährigen Bundestagsabgeordneten Bernd Siebert, der heute mit seiner Ehefrau Erika bei uns zu Gast ist. Seit vergangenem Herbst sind Sie Ehrenmitglied unseres Stadtverbandes, Ehrenbezirksvorsitzender auch. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Ferner möchte ich begrüßen den ersten Bürger Frankenbergs, Herrn Bürgermeister Rüdiger Hess, die Landtagsabgeordneten Claudia Ravensburg und Jan-Willem Pohlmann, den Kreistagsvorsitzenden Rainer Hesse, der übrigens Frau Makwas sich 1990 mit der Jungen Union in unserer heutigen Partnerstadt Frankenberg-Sachsen im Volkskammerwahlkampf engagiert hat. Armin Körps war, glaube ich, auch dabei, richtig? Also sind wir schon mal zwei, genau. Den Stadtverordnetenvorsteher Björn Jäger, ist dann, also wir haben drei Parlamentschefs heute hier, könnt ihr noch ein Foto nachher machen. Eigentlich, Claudia, fehlt nur noch der Landtagspräsident, beziehungsweise dann sein potenzieller Nachfolger. Das wäre eigentlich ein Job für dich, habe ich mir vorhin so überlegt, oder? Also bitte. Ja eben, deswegen, du bist seit 2003 im Landtag, also worauf wartest du?
darüber hinaus den Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Olaf Fakina und, auch das ist ein wichtiges Zeichen, den Vorsitzenden der FDP Frankenberg, Christopher von Bormann, dessen Partei, du weißt es, durch bestimmte bundespolitische Entscheidungen auch meine Sympathien gelegentlich genießt. Über die genannten hinaus begrüße ich alle Parteifreunde aus Frankenberg und näherer wie auch weiterer Umgebung sowie alle weiteren Gäste. Für die Presse sind anwesend Gerhard Meiser von der HNA und Olaf Dudek vom Online-Nachrichtenportal Eder-Dampfradio. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Gegen Ende meiner Ausführungen, Sie müssen sich wirklich nur noch eine Minute gedulden, will ich noch ein wichtiges Anliegen platzieren. Seit dem 24. Februar diesen Jahres ist ja Sicherheit und Verteidigung und alles, was es gibt, ein gigantisches Thema geworden. Leider, muss man so sagen. Und Sie alle wissen, Frankenberg ist seit 60 Jahren Garnisonsstadt, dieses Jahr Jubiläum, wenn auch wohl in kleinerem Rahmen als ursprünglich gedacht. Ganz Nordhessen ist von der Bundeswehr geprägt. Im Publikum befinden sich auf alle Fälle mehrere ehemalige und ich glaube auch aktive Soldaten und Reservisten. Und wissen Sie, gerade in den 12 Monaten hat unsere Bundeswehr ja sehr deutlich gezeigt, was sie kann. Ob bei der Flut- oder Corona-Hilfe, bei der Evakuierungsoperation in Kabul oder bei der Sicherung von Frieden und Freiheit an der NATO-Ostflanke. In diesen Tagen, und deswegen kann auch leider der Kommandeur des Bataillons hier in Frankenberg leider nicht da sein, endet das Manöver Wettiner Heide, wo über 8.000 oder rund 8.000 Soldaten aus 9 Nationen mit mehr als 2.000 Fahrzeugen sich auf ihre Aufgaben im Rahmen der NATO Response Force und VJTF vorbereiten. Wie gesagt, unsere Frankenberger Soldaten, wenn ich es richtig weiß, übrigens auch im Verbund mit der Panzergrenadierbrigade 37 aus Frankenberg-Sachsen. Und ich glaube, es ist an der Zeit und dies ist auch das richtige Publikum, diesen Männern und Frauen, auch wenn der Kommandeur heute leider nicht da sein kann, Dankeschön zu sagen, vielen Dank für Ihren treuen Dienst. Winston Churchill hat es einmal sehr prägnant formuliert, indem er sagte, wir alle schlafen nachts ruhig und sicher, weil tapfere, harte Männer und heute auch Frauen bereitstehen, um Tod und Verderben zu denen zu bringen, die uns und unsere Freiheit bedrohen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Also allen aktiven und ehemaligen Männern und Frauen der Bundeswehr, vielen Dank. Auch wenn man noch ewig lange sprechen könnte, aber Sie kommen ja nicht wegen mir, sondern wegen Frau Makros. So. Und ich danke Ihnen also für Ihre Geduld und möchte auch all jenen danken, die mit ihrem Engagement zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Der Aufbau hat Zeit gekostet, das gleiche gilt für den Abbau im Anschluss. Dank sagen, wie gesagt, dem Autohaus Beil, sowie insbesondere unserer Jungen Union für die Bewirtung. Die CDU kann froh darüber sein, so viele Helfer und Unterstützer zu haben. Vielen Dank dafür. Worten an Herrn Beil und an Armin Schwarz. Leute, wir haben damals die Räumlichkeiten alles so geschaffen, dass man solche und ähnliche Veranstaltungen hier durchführen könnte. Also haben wir versucht, ein bisschen Multitask zu sein. Herzlich willkommen im Autohaus Beil, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor allen Dingen herzlich willkommen Frau Makros als Präsident, als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Es ist eine besondere Ehre, dass Sie zu uns gekommen sind und wir freuen uns sehr darüber. Ich möchte die Gelegenheit einfach mal wahrnehmen, um das Unternehmen ein ganz kleines bisschen vorzustellen, damit diejenigen, die uns zwar kennen, aber vielleicht noch nicht richtig kennen, uns ein bisschen weiter kennenlernen. Und Frau Makros, dass Sie wissen, wo Sie überhaupt hier in Frankenberg jetzt gerade mal sind. Es waren übrigens auch schon 2 Ministerpräsidenten hier in dem Hause und der nächste Ministerpräsident hätte mit Sicherheit dann auch mal einen Platz oder einen Stuhl hier. Das Unternehmen Beil besteht aus 3 Gesellschaften. Die Gesellschaften sind alle in der Familie Hand, sodass kein Fremdkapital innerhalb des Hauses ist. Wir haben zum einen die Autohaus Beil GmbH, sie besteht seit 75 Jahren. Wir haben die Firma Reifenbeil, sie besteht ebenfalls seit 75 Jahren. Beide hatten im vorigen Jahr Jubiläen, die wir aus verständlichen Gründen einfach so nicht gefeiert haben. Und wir haben ein drittes Unternehmen, das ist die Firma Mobile. Sie ist jetzt 25, ist eine Gesellschaft, die 25 Jahre alt ist. Und man kann aus dem Namen Mobile wahrscheinlich das Wort Mobilität lesen und wir werden sehen, was wir daraus tun. Insgesamt haben wir 55 Mitarbeiter in den 3 Unternehmen, sodass wir also nicht gerade zu den kleinsten gehen.
Wir verkaufen seit 55 Jahren Renault. Also 1967 haben wir den ersten Vertrag geschlossen. Wir haben dann auch Dacia übernommen. Dacia wurde von vielen Menschen belächelt, aber es war ein ganz wichtiges Fahrzeug innerhalb unserer Gesellschaft, damit sich auch jeder so ein Fahrzeug leisten kann, in einem hohen Qualitätsstandard. Bei Dacia muss man anfügen, es ist das einzige Automobilwerk, das in Marokko ein ganz neues Werk gebaut hat. Man hat hier die Arbeit zu den Menschen gebracht und sucht nicht die Menschen, um die zur Arbeit zu bringen. Außerdem hat man dort genügend Ressourcen, gerade was Energie und Ähnliches angeht, um hier vollkommen autark arbeiten zu können. Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, liebe Yvonne, Herr Vorsitzender, lieber Thomas Müller, liebe Kollegen aus dem Hessischen Landtag, liebe Claudia, lieber Jan Wilhelm, Herr Bürgermeister, lieber Rüdiger und ganz besonders lieber Bernd Siebert und mein besonderer Dank auch an die gesamte Familie Beil. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Das will ich mal vorneweg sagen, das ist wirklich wohltuend. Wir haben zwei, im wahrsten Sinne des Wortes, schwere Jahre hinter uns, weil jenseits der Dinge, die zwischendurch alle geschehen sind, glaube ich noch sehr genau. Lieber Thomas, vor zwei Jahren mit Friedrich Merz und Yvonne, da müssen wir jetzt genau zuhören, alle, die in Frankenberg zum Frühjahrsempfang zu Besuch kommen, die werden so richtig was. Fraktionsvorsitzender, Bundesvorsitzender, soweit die Steilvorlage, die der Herr Vorsitzende gemacht hat. In der Tat, wir kamen zusammen und es war eine sehr fröhliche und tolle Runde. Es war aber dann auch erst mal zwei Jahre im wahrsten Sinne des Wortes Pause und einige unter uns waren dann noch mal zwischendurch 14 Tage im Zwangsurlaub. Das war dann aber pandemiebedingt. Aber das ist alles gut über die Bühne gegangen und in der Tat, wir, die Gesellschaft und die Politik und alle miteinander leben von persönlichen Begegnungen. Deswegen ist es prima, dass das jetzt hoffentlich auch so konsequent weitergeht. Hier, lieber Rüdiger, bei üblich Kaiserwetter im schönen Frankenberg. Wir haben eine, in der Tat, ereignisdichte Tagungswoche, Plenarwoche im Deutschen Bundestag hinter uns. Und das will ich Ihnen zurufen, wir setzen die Tagesordnung. Wir haben die wesentlichen Themen, die diese Woche auch medial besprochen worden sind, gesetzt. Klar ist, dass sich alles rund um diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine rankt, aber es sind drei wesentliche Themen, die die Menschen ganz besonders berühren. Das ist die Inflation, das ist die Lebensmittelsicherheit und das ist natürlich die Sicherheitslage. Deswegen haben wir zu allen Punkten auch Anträge angebracht. In der letzten Plenarwoche haben wir das auch schon getan. Und liebe Freunde, das will ich sehr deutlich sagen, das, was die Ampel macht, das ist zu wenig zu spät und zu wenig koordiniert. So einfach muss man sagen, muss ich eins vergegenwärtigen, die Inflation, die hat ja Ausmaße angenommen, die wirklich schwer zu ertragen sind. Und man muss feststellen, dass die Inflation höher ist als im Rest von Europa. Und das hat auch etwas mit politischen Entscheidungen zu tun. Das muss man ganz nüchtern sehen. Insofern sind die Maßnahmen, die die Ampel ergriffen hat, schlicht und ergreifend nicht ausreichend. Wir fordern sehr umfassende Maßnahmen, unter anderem eine Absenkung der Energiesteuer, eine Absenkung der Umsatzsteuer und vor allen Dingen auch mal substanzielle Dinge, die nach vorne gehen, wenn die einen Märkte wegbrechen, endlich mal, und uns ist es nie gescheitert, den Blick über den Atlantik zu werfen, beispielsweise Freihandelsabkommen CETA. Das sind grundlegende Dinge, die eine wesentliche Rolle spielen und hier Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze und Wohlstand sichern. Und das hängt dann auch direkt zusammen mit einer Versorgung mit Lebensmitteln, liebe Freunde. Und wenn die Kornkammer der Welt, die Ukraine und Russland ausfallen, de facto, dann müssen wir etwas tun. Und deswegen haben wir aufgefordert, Cem Özdemir, dass die Brachflächen genutzt werden, dass es nicht zu einer politisch entschiedenen Stilllegung von Flächen im Jahr 2023 kommt. Die Europäische Kommission hat das ermöglicht. Die Agrarministerkonferenz ist sich vollständig einig. Wer blockiert, sind die Grünen. Wer blockiert, ist Cem Özdemir. Ich will nur mal sagen, worüber wir reden. Wir reden von 4% der Fläche, das sind übersetzt 800.000 Tonnen Weizen. Damit kriegt man 3 Millionen Menschen satt. So, und wenn der eine Markt wegfällt, glaube ich, dass wir eine Verantwortung dafür haben,
da entsprechend zu handeln, weil ich dem Herrn Vorsitzenden versprochen habe, kurz zu sein, aber der Herr Ball mir eben gerade ja 3 Minuten von seiner Redezeit geschenkt hat, will ich, und da muss ich auch noch beigehen als Mitglied des Verteidigungsausschusses, noch 3 Sätze dazu sagen. Ich weiß, dass Yvonne Magwas da auch noch drauf eingehen wird. Heute Morgen hatten wir den Bundeskanzler um 8 Uhr zu einer Sondersitzung in den Verteidigungsausschuss eingeladen, vor Beginn der des Plenartages. Und wir hatten natürlich alle eine große Erwartungshaltung. Eine große Erwartungshaltung, dass endlich mal die Fragen beantwortet werden, die wir alle miteinander uns stellen und auch der Bundesregierung stellen. Und da wir feststellen müssen leider, dass die Verteidigungsministerin jenseits von spektakulären Familienausflügen in Richtung Sylt nicht in allen Themen abschließend drin ist, waren wir davon ausgegangen, dass der Bundeskanzler heute auch zum Thema Waffenlieferung, auch zu dem Thema, wie sind die grundlegenden Linien mit Blickrichtung auf die Ausweitung der NATO sprechfähig ist. Was er gesagt hat, das will ich deutlich sagen, er steht und wir stehen voll und ganz hinter der Aufnahme von Finnland und Schweden in die NATO. Das ist eine klare Botschaft, so gut und richtig so. Die Briten haben das schon zugesagt. Ohne Wenn und ohne Aber, wenn man sich die Länge der Grenzen alleine anschaut, ist das, glaube ich, der einzig schlüssige Schritt. Ich war selber in Litauen, gibt es auch eine ewig lange Grenze in Richtung Russland. Da müssen wir zusammenstehen und die westliche Seite stärken und stützen. Aber wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe und in Grundlinie, dass wir natürlich nur konzertiert mit den Europäern und mit der NATO arbeiten, sind wir auch noch beieinander. Nur, warum sind wir immer die Letzten, die zum Schluss aufspringen? Und die Begründung konnte nicht geliefert werden, liebe Freunde, auch nicht die Begründung dafür, und das mache ich jetzt mal an 3 Punkten fest, warum, wenn wir dann endlich nach dem Druck, den die Amerikaner gemacht haben, schwere Waffen liefern zu sollen, in Richtung Gepard gehen, ohne Munition zu haben. Das soll jetzt angeblich nachjustiert werden. Ich will es nur mal sagen, Gepard ist Ihnen, wir sind ja mittlerweile alle Waffenexperten. Herr Bürgermeister, lieber Rüdiger, du bist in hohem Maße sachverständig als Oberstleutnant AD. Mit 23.000 Schuss sind 5 Geparden, die zunächst einmal rausgehen sollen, nach 3 Minuten fertig mit dem Kampf. Das ist nämlich Ende der Veranstaltung. So einfach ist das. Jetzt hat man zusätzliche Munition in Deutschland gefunden, sodass man auf 50.000 Schuss kommt. Aber eine Ausverhandlung darüber, was aus Brasilien möglicherweise kommt, keine Antwort. Und das ist angeblich dann Aufgabe der Industrie, nicht vorstellbar. Deswegen bin ich heilfroh, als früherer Panzerartillerist, dass jetzt die Panzerhaubitze 2000 geliefert wird. Das ist gut, vernünftig und wir haben auch die entsprechende Munition, die dazu beiträgt und dass wir dort entsprechend auch ausbilden. Das will ich sehr deutlich sagen. Allerdings bei allen anderen Fragen, die verfügbar wären, beim Marder beispielsweise, keinerlei Antwort auf irgendeine Frage. Das will ich nur deutlich sagen. Der Kanzler führt nicht, der Kanzler, der reagiert, wenn überhaupt nur, und der Kanzler schweigt. Und das ist auch ein Grund dafür, lieber Bernd, du hast mir vorhin die Frage gestellt, warum wahrscheinlich der Koalitionspartner FDP heute Schlag 9 Uhr den Saal verlassen hat. Und das hat ja durchaus dann mediale Wellen aufgeschlagen. Warten wir mal ab, wie die Koalition die Ampel zusammenhält. Tatsache ist, da haben sich 3 gefunden, die nicht zusammenpassen. Und das ist in der Tat eine spannende Beobachtung. Wir sind selber Staatstragend und wollen in jeder Form und Weise unterstützen, auch bei der Ausstattung der Bundeswehr mit 2% von nun an in jedem Haushalt des Bruttoinlandsproduktes plus 100 Milliarden, da sind wir sofort bei der Seite. Wir wollen dafür aber auch mitbestimmen, was geliefert wird, dass da nicht ein Sammelsurium von irgendetwas und allerlei zusammenkommt. Insofern, das will ich Ihnen zurufen, auf die Union kann man sich verlassen, in schweren Zeiten sowieso, in guten Zeiten auch immer. Und deswegen stehen wir eng beieinander. Und von dieser Stelle, das will ich als Bezirks- und Kreisvorsitzender noch machen, einen Gruß in Richtung der Freunde auf der anderen Landesseite zu rufen.
Am Sonntag wollen wir genauso grandios gewinnen, wie die Freunde in Schleswig-Holstein es hinbekommen haben. In diesem Sinne, einen schönen Abend, vielen Dank für die Einladung, Gottes Segen und Glück auf. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Armin Schwarz, lieber Thomas Müller, liebe Familie Beil, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Abgeordnete des Hessischen Landtages, liebe Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren Ehrengäste, lieber Bernd Siebert und seine Frau, es ist schön, heute hier zu sein, es ist schön, bei Ihnen zu sein und vielen herzlichen Dank auch für die netten Begrüßungsworte, Herr Beil. Mir ist in diesem Moment bloß eingefallen, mein erstes Auto war ein Renault. Ja, also das war ein sehr gutes Auto. Ich bin gut zum Studienort nach Chemnitz gekommen. Also ein verlässliches Fahrzeug. Ich gebe mal eine kleine Kaufempfehlung ab. Hier können Sie gute Autos kaufen. Unser sächsisches Frankenberg, ist ja ihre Partnerstadt und es liegt faktisch auch auf meiner Stammstrecke von Berlin in die Heimat. Heute hat es ein bisschen weiter, das andere Frankenberg, aber es ist ein schöner Abschluss einer anstrengenden und ereignisreichen Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Ja, lieber Herr Müller, die Sitzung ging nicht bis 1.25 Uhr. Sondern wir haben gut die Zeiten eingehalten, die Redezeiten eingehalten. Wir waren schon 0.33 Uhr fertig. Ich hatte die Sitzungsleitung und habe aufgepasst, dass auch die Redner nicht zu lang reden. Muss man ja um diese Uhrzeit ein bisschen, muss man auch ein bisschen drauf achten. Lieber Armin Schwarz, ich habe sehr gern deine Einladung angenommen, hierher zu kommen in den CDU-Kreisverband Waldeck-Frankenberg. Du bist ein engagierter Abgeordneter, du bist eine starke Stimme im Verteidigungsausschuss und von daher bin ich sehr gern gekommen. Mein Herz zur Bundeswehr, auch mein Herz und meine Vorliebe ein Stück weit auch mit dem Verteidigungsausschuss hat mir ein Stück weit auch der Bernd Siebert mitgegeben. Und von daher, lieber Bernd, schön, dich heute hier zu sehen, schön, dich auch gesund wieder hier zu sehen. Du hast mich immer persönlich auch unterstützt, von daher ein herzliches Willkommen und ich freue mich wirklich heute auf dich zu sehen und hier zu sein. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 folgte im März im Saarland eine weitere bittere Niederlage für die Union. Nun aber am vergangenen Sonntag ein großer Sieg von Daniel Günther. Und es ist ein Stück weit auch ein Aufatmen, dass die Union wieder überzeugend Wahlen gewinnen kann. Das ist gut und du hast es gesagt, lieber Armin, es gibt Rückenwind für die anstehenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen. In Berlin mussten wir Anfang des Jahres schnell unsere neue Rolle einnehmen, unsere neue Rolle als Opposition. Dazu gehört auch unser Selbstverständnis. Wir kritisieren die Regierung, wenn sie Fehler macht und zeigen bessere Lösungsvorschläge auf. Wir stellen uns nicht um jeden Preis quer, denn es geht um die gute Zukunft unseres Landes. Und das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen einer konstruktiven Opposition und einer Fundamentalopposition, wie wir sie von den Linken oder der rechtsextremen AfD sehen. Mit Friedrich Merz haben wir erstmals einen Parteivorsitzenden, der von den Mitgliedern gewählt wurde. In der Folge übernahm er auch den Fraktionsvorsitz. Der gesamte Bundesvorstand ist neu aufgestellt, sozusagen unter vollem Dampf haben wir eine Generalüberholung gemacht. In diesem Jahr stehen noch zwei weitere Landtagswahlen an, bevor ihr dann nächstes Jahr an der Reihe seid. Am kommenden Sonntag in NRW wird gewählt und im Oktober dann in Niedersachsen. Wir drücken fest die Daumen, wir helfen mit und wir grüßen recht herzlich die Freundinnen und Freunde in NRW auf dem Wahlkampf Endspurt. Meine Vorredner haben es angesprochen, wir haben viele gegenwärtige Herausforderungen für unser Land, für Europa und für die gesamte Welt.
Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands gegen die Ukraine hat den Krieg leider zurück zu uns nach Europa gebracht. Und dieser Angriff von Präsident Putin ist auf das Schärfste zu verurteilen. Da wird auch nicht vor Menschenrechtsverletzungen oder gar vor Auftragsmorden zurückgeschreckt. Der putinsche Imperialismus setzt sich über alles hinweg, was an Vereinbarungen und Verständigungen zwischen den Völkern und Staaten in den letzten Jahrzehnten erzielt worden ist. Er ist eine reale Gefahr für den Frieden und für unsere Demokratie in Deutschland und in ganz Europa. Putin ist der Aggressor und niemand sonst. Die Sicherheit in Europa ist nur dann gewährleistet, wenn die Souveränität der Staaten sicher ist. Und das heißt, Staatsgrenzen sind unverletzlich. Und jene grundsätzlichen Prinzipien der europäischen Nachkriegspolitik hat Russland brutal bereits mehrfach missachtet. Bereits mit der Annexion der Krim, den Kämpfen in Georgien im Jahr 2008 und dem inszenierten Aufstand in den Donbass-Regionen wurden diese Prinzipien von Putin bewusst verletzt. Und darum, sehr geehrte Damen und Herren, müssen wir jetzt auch die Ukraine massiv und nachhaltig unterstützen. Wir tun uns sicherlich alle nicht leicht, schwere Waffen zu liefern. Aber die ukrainische Armee braucht diese, um auch ihr Territorium zu verteidigen und vor allem auch die Demokratie zu verteidigen. Deshalb war es richtig, dass wir als Union, lieber Armin, du hast es gerade angesprochen, der Bundesregierung auch Beine gemacht haben, oder besser der SPD in persona Kanzler Scholz. Deutschland unterstützt die Ukraine sowie viele andere Länder nun endlich, wie Kanada auch, Australien, andere Länder Europas und die USA. Die durch den Krieg veränderte Lage hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf unsere Streitkräfte, auf unsere Bundeswehr. Ja, sie braucht mehr finanzielle Mittel, mehr Personal, aber sie braucht auch bessere und effizientere Beschaffungsstrukturen. Für die Bundeswehr soll ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Das zusätzliche Geld für Investitionen in die Ausrüstung vorgesehen. Der Bund soll auch mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Diese angekündigte Umsetzung dieses 2%-Ziels ist das, worum die Union sich über Jahre hinweg in der Koalition mit der SPD bemüht hat. Leider sind wir immer wieder am internen Widerstand innerhalb der SPD damals gescheitert. Hier muss man also auch mal sehr deutlich nennen, wer der Schuldige war. Und nun begleiten wir diesen Prozess auch konstruktiv. Denn es ist leider schon wieder so, das merken wir in den Gesprächen, in der Diskussion und auch in der Öffentlichkeit, dass der Bundeskanzler keine eigene Mehrheit in seiner Regierung hat. Unsere Forderungen sind auf den Tisch. Wir wollen mitreden, wir wollen keine halben Sachen, wir wollen, dass ausschließlich das Geld der Bundeswehr zugutekommt. Wir wollen alles sauber gesetzlich geregelt. Dazu stehen wir, damit gehen wir in die Verhandlung und nur dann stimmen wir dem Paket auch zu. Meine Damen und Herren, lieber Armin, du hast es schon gesagt und ihr seid ja auch eine Region, die sehr Bundeswehr geprägt ist. Ein Dank an unsere Soldatinnen und Soldaten. Wir können dankbar sein für ihren Dienst, den sie tun. Und als CDU wissen wir, wie wichtig auch eine gute Landesverteidigung ist. Einige leisten gerade gegenwärtig ihren Dienst im Baltikum und stehen nur einige Kilometer weg von russischen Einheiten. Das gleiche gilt für die Mannschaften der schnellen Eingreiftruppe der NATO, von der Panzergrenadierbrigade 37 in der Burgwaldkaserne oder die Besatzungen des Kampfhubschrauberregiments 36, die in Fritzlar ja stationiert sind. Ebenso für die Infanteristen des Jägerbataillons in Schwarzenburg. Liebe Soldatinnen und Soldaten, unsere Rückendeckung haben Sie und gerade in dieser Situation, in dieser Krise brauchen Sie auch die Rückendeckung der gesamten Bevölkerung unseres Landes. Applaus
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Armin Schwarz hat es angesprochen, andere Konsequenzen aus dem Krieg sind natürlich energiepolitische Auswirkungen. Und hier gilt es, dass wir die Abhängigkeit von Russland als Energielieferant auch dringend verringern müssen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Präsident Putin die Absicht hat, seine Kriegsmaschinerie weiter durch Einnahmen aus Kohle, Öl und Gas zu finanzieren. Und deshalb sollten auch alle ideologischen Scheuklappen abgelegt werden. Dazu gehört zu prüfen, ob man die Laufzeit von Atomkraftwerken noch einmal verlängern kann. Hier mauern aber leider insbesondere die Grünen. Wir als Union bleiben dran und werden hier weiter kontrollieren. Zu all diesen schrecklichen Nachrichten gibt es aber auch hoffnungsvolle Zeichen. Es macht Mut und es macht Hoffnung, wenn man sieht, wie in jenen Zeiten auch Menschen gegen den Krieg auf die Straße gehen und für ein friedliches sowie freies Europa demonstrieren. Die enorme Solidarität mit den Flüchtlingen ist ein großartiges Symbol der Mitmenschlichkeit. Und ich glaube, wir brauchen diese Solidarität noch sehr lange. Eine vereinte Gemeinschaft der Demokratien, die gemeinsam handeln, das ist Putins Albtraum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben den internationalen und auch den sicherheitspolitischen Herausforderungen bleiben natürlich auch die innerpolitischen Aufgaben. Und da steht für mich als Sächsin, für mich als Vogtländerin, ganz oben das Thema ländlicher Raum auf der politischen Tagesordnung. Hessen und Sachsen haben hier einige Gemeinsamkeiten. In Hessen lebt ebenfalls etwa die Hälfte der Bevölkerung im ländlichen Raum. Und als Vogtländerin weiß ich, der ländliche Raum ist mehr als eine Ansammlung von weit verstreuten Dörfern, Kleinstädten und Wäldern. Er ist ein wertvoller Raum für Jung und Alt. Er ist Lebensgrundlage für uns Menschen, für Tiere, für Pflanzen. Viel zu kurz kommt oftmals in der öffentlichen Diskussion, dass die meisten Menschen in Deutschland in Gemeinden und Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern leben. Was von den Großstädtern als vermeintlich klein wahrgenommen wird, ist für uns Heimat. Und darüber hinaus ist es ebenso ein Rückzugs- und Wohlfühlort und gerade auch für Großstädte. Den ländlichen Raum stärken heißt auch, unsere Natur und ihre Besonderheiten zu schätzen wissen. Dazu gehört auf alle Fälle auch die Erhaltung und die Pflege unserer Natur. Das ist die Bewahrung der Schöpfung und die Bewahrung der Schöpfung ist urkonservativ. Dann können wir auch nämlich in Zukunft die Vorteile der ländlichen Räume genießen. Und nur so werden auch zukünftige Generationen vom ländlichen Raum und ihrer Schönheit profitieren. Als Unionsfraktion haben wir deshalb auch einen Antrag auf Einsetzung eines parlamentarischen Beirats für gleichwertige Lebensverhältnisse eingebracht. Darum geht es nämlich. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Gleichwertige Lebensverhältnisse sind eine Redewendung, oftmals im Sonntagsreden gehört. Aber unser Grundgesetz erwähnt die gleichwertigen Lebensverhältnisse an mehreren Stellen. Und deshalb sollten sie in den Beratungen des Bundestages auch viel stärker zur Geltung kommen. In der letzten Wahlperiode haben Bund, Länder und Kommunen intensiv in einer Kommission dazu diskutiert. Die Ergebnisse haben nicht nur Zustimmung hervorgerufen. Und genau deswegen sind die Ergebnisse es auch wert, damit sie vom Bundestag weiter behandelt werden. Und damit meine ich unabhängig von konkreten Gesetzen, die momentan erarbeitet werden, sondern ständig und regelmäßig im Bundestag auch dazu beraten werden. Es geht dabei nicht um Ost und West. Unabhängig von der Himmelsrichtung haben wir strukturschwache und strukturstarke Kommunen. Es geht um das Stadt-Land-Verhältnis.
Und entscheidend ist, dass die Menschen in unserem Land, egal wohin sie im Laufe ihres Lebens ziehen, gut leben können. Das ist keine einfache, aber eine notwendige Aufgabe des Staates. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht noch mehr Elan. Dafür brauchen wir auch eine aktivere Politik für die ländliche Region. Viele Themen sind auch miteinander verzahnt. Und so hat beispielsweise die Bundesregierung angekündigt, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Vorzugsweise natürlich in städtischen Ballungsräumen. Dies wird sich aber auch auf die ländlichen Regionen auswirken. Eine andere hohe Bedeutung hat im ländlichen Raum auch der öffentliche Personennahverkehr. Als Union haben wir eine grundlegende Reform der Finanzierung des ÖPNV vor, die dessen nötigen Ausbau in der Zukunft auch wirklich sichert. Ein völlig unverständliches Vorgehen leistet die Bundesregierung beim wichtigen Thema Eigenheim, vor allen Dingen für junge Familien. Als ich hierher gefahren bin, habe ich gesehen, es gibt viele schöne Eigenheime, es gibt tolle Einfamilienhäuser und es ist in den ländlichen Regionen ein enorm wichtiges Thema. Ich kenne das auch aus meinem Wahlkreis, es ist geprägt von Einfamilienhäusern, von Familienhäusern und das ist für die ländlichen Räume ein wichtiger Punkt und für die Menschen, die darin leben. Mit dem Eigenheim verbinden die Menschen zu Recht viel Hoffnung, viel Träume. Die Ampel geht hier aber einen anderen Weg, aber leider an den Interessen und an den Wünschen der Menschen vorbei. Zunächst hatte die Bundesbauministerin der SPD den Neubau von Einfamilienhäusern als, ich zitiere, ökonomisch und ökologisch unsinnig in einem Zeitungsinterview bezeichnet. Das ist schon ein enormes Fass. Sie fordert eine Debatte über gutes Wohnen. Angebracht wäre aus meiner Sicht eher eine Debatte über gutes Regieren. Ich denke, der Staat sollte keineswegs festlegen, was eine bessere oder eine schlechtere Art zu wohnen ist. Das ist nämlich auch ein Stück Selbstbestimmung und freie Entscheidung von Privatpersonen sowie Familien. Festzuhalten bleibt nämlich, das Eigenheim ist noch immer die beliebteste Wohnform in Deutschland. Das sagen alle Studien und Umfragen und das sollte sich auch endlich die Bundesregierung verinnerlichen und ans Herz nehmen und dann die richtigen Entscheidungen dazu treffen. Der Armin hat schon angekündigt oder schon kurz auf die Energiepreise auch hingewiesen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde es auch mal so zusammenfassen. Ziellos, planlos und bisweilen kopflos reagiert und regiert die Ampel auf die enorm gestiegenen Energiepreise und auf die Inflation in Deutschland. Muss ich Ihnen nicht sagen, sieht man an jeder Tankstelle, die Energiepreise sind auf dem Höchststand und sie sind somit auch für eine starke Belastung für Menschen und für Unternehmen. Das können Sie sicherlich auch, liebe Familie, bei bestätigen. Und statt eines großen Wurfes, so wie wir es auch erwarten, bekommen wir ein unstimmiges Konzept serviert. Die Energiepauschale und der Familienzuschuss erreichen die Menschen erst spät oder sind längst überfällig. Die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für 3 Monate halten wir als Union für unzureichend. Nämlich, die Krise ist ja nicht nach 3 Monaten vorbei oder befristet. Und Pendler brauchen auch echte und dauerhafte Entlastung. Das alles, meine Damen und Herren, was wir bekommen von der Ampel, ist nur das Nötigste. Es passt nicht zusammen. Es erreicht nicht die breite Mitte der Gesellschaft. So wird das aus unserer Sicht nichts. Erlauben Sie mir an dieser Stelle auf das Thema Wirtschaft mal zu sprechen zu kommen, weil ich hatte vorhin mit Frau Landtagsabgeordneten kurz dazu gesprochen. Frankenberg ist auch sehr ein Ort, der von vielen Gewerbetreibenden geprägt ist. Und darum möchte ich gerne, Sie haben ja auch große Unternehmen im Kreis, darum möchte ich kurz mal noch auf unsere Wirtschaft zu sprechen kommen.
weil ich glaube, auch in Bezug auf die Sanktionen gegen Russland muss man es im Blick haben. Natürlich ist es moralisch alternativlos, dass wir Sanktionen gegenüber Russland haben, aber wir müssen natürlich auch stets deren Auswirkungen auf uns und insbesondere unsere Wirtschaft mit im Blick haben. Unsere Lebensgrundlage und unseren Wohlstand zu erhalten, ist angesichts sich immer schneller veränderter Rahmenbedingungen in der globalen Welt, jüngst haben wir das bei der Pandemie und jetzt auch beim Krieg gesehen, eine Daueraufgabe. Und diese kann nur mit einer starken Wirtschaft, mit starken Betrieben gelingen. Unsere Wirtschaft hat unter Corona erheblich gelitten. Aber mit einer enormen Kraftanstrengung der unionsgeführten Bundesregierung haben wir viele Hilfsprogramme aufgelegt und konnten zum Teil in der Wirtschaft der Pandemie trotzen. Die Pandemie und aktuell der Krieg in der Ukraine haben uns aber auch die Nachteile der Globalisierung deutlich vor Augen geführt. Jeder weiß mittlerweile, was Lieferketten sind, wie bedeutsam sie sind, aber auch wie verletzlich sie sind. Und eine der Lehren ist, wir müssen unabhängiger von Rohstoffimporten werden, beziehungsweise müssen wir Rohstoffimporte breiter aufstellen. Wir müssen unsere Wirtschaft unabhängiger machen, um besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein. Der Begriff der Transformation wird zwar dieser Tage fast inflationär und fast wie ein Modewort immer genutzt, aber er trifft es sehr gut auf den Punkt. Wir können unseren wohlstandssicheren, starken Industriestandort künftig nur erhalten, wenn wir die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft immer wieder optimieren, wenn wir unsere Innovationspotenziale auch identifizieren und entschlossen nutzen und unsere technologische Souveränität auch schützen. Unsere Bundesregierung, unsere unionsgeführte Bundesregierung, hatte in der abgelaufenen Wahlperiode die Zeichen der Zeit auch erkannt, diese Transformation der Wirtschaft auch eingeleitet und die Gestaltung der Zukunft fest in den Blick genommen. Für die Union war dabei immer wichtig, so sind wir auch stark in den Wahlkampf gegangen im vergangenen Jahr, wir müssen die Energiewende und den Klimaschutz voranbringen, aber unseren Wohlstand dabei erhalten, beziehungsweise auf neue Füße stellen. Ich sage hier ganz deutlich, eine starke Wirtschaft und Klimaschutz sind keine Gegensätze. Sie dürfen auch in der heutigen Zeit keine Gegensätze sein. Und diese Zukunftsaufgabe bei gleichzeitiger Sicherstellung von Versorgungssicherheit, von Bezahlbarkeit von Energie, fordert Politik, Unternehmen und die Bevölkerung gleichermaßen. Die Politik muss aber die Rahmenbedingungen für das Wachstum von Norden immer wieder überprüfen. Und die Union, besonders auch das Bundeswirtschaftsministerium unter Peter Altmaier, hatte ihre Aufgaben in der letzten Wahlperiode gemacht. Ich möchte einige nur exemplarisch nennen. Ausbau erneuerbarer Energien vorangezogen, Energieinfrastruktur spürbar vorangetrieben und ausgebaut, Weichen gestellt für eine nationale Wasserstoffstrategie. Insgesamt sind 9 Milliarden Euro in die Wasserstoffstrategie geflossen oder fließen sie rein, viele Projekte gestartet und 4,4 Milliarden Euro Fördermittel werden in Wasserstoff-Großprojekte investiert, darunter auch Anlagen für die Produktion von grünem Wasserstoff. Etwa 1700 Kilometer neue Wasserstoffleitungen sollen entstehen. Wasserstoff soll ein Eckpfeiler der klimaneutralen Wirtschaft sein. Aber auch Zukunftstechnologien, weitere Zukunftstechnologien. Und unsere Bundesregierung hatte bei der Innovation bei innovativen digitalen Technologien auch immer den strategischen Ansatz. Für die Bereitstellung und Nutzung von Daten, für die Anwendung der künstlichen Intelligenz und der Blockchain-Technologie wurden umfassende Strategien entwickelt. Und auch die Entwicklung von Quantentechnologien wurde beschleunigt. Und es war eine strategische Entscheidung der damaligen Bundesregierung. Zudem ging es darum, auch Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien ins Leben zu rufen. Der deutsche Wagniskapitalmarkt
hat im internationalen Vergleich gerade im Bereich der Wachstumsfinanzierung noch sehr deutlich Aufholbedarf. Insbesondere auch in der Wachstumsphase mangelt es Start-ups in Deutschland an Kapital. Insbesondere in den Bereichen der Digitalisierung und Klimatechnologie wurde ein Beteiligungsfonds von bis zu 10 Milliarden Euro aufgelegt. Daten, meine Damen und Herren, Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Und gemeinsam mit der Wirtschaft konnte das Projekt GAIA-X vorangetrieben werden, auch gemeinsam mit einigen EU-Mitgliedstaaten. Das Ziel: eine dezentrale, föderale Dateninfrastruktur der nächsten Generation und einen souveränen, interoperablen Daten- und Serviceaustausch über ein Netz aus Infrastruktur, Dienste und Datenanbietern zu ermöglichen. Wir stärken damit auch die Datensouveränität. Ich weiß, das Thema Daten und künstliche Intelligenz, das greift sich manchmal ein bisschen weit weg oder fühlt sich ein bisschen weit weg an. Sind aber die Zukunftstechnologien, auf die wir auch in Deutschland bauen müssen, um unseren Wohlstand zu erhalten und technologisch und wirtschaftlich in Zukunft mit vorn anzuspielen. Das Feld der Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren, ist gut bestellt dank der Union. Und das sollten wir auch immer nach außen sagen, das sollten wir auch immer selbstbewusst sagen. Diese Punkte, die ich gerade aufgeführt habe, sind, glaube ich, davon entscheidender Bedeutung. Über den Stil der Koalition hätte ich jetzt auch noch ein bisschen was sagen können, aber ich glaube, lieber Armin, das, was du jetzt heute gerade gesagt hast, das ist bezeichnend. Man sieht es ja auch in den Medien, also es ist fast nur ein Schauspiel noch, gerade in so einer Krise, in der wir uns befinden. Wir haben uns als Union auch mal nicht gut aufgeführt, das will ich gar nicht sagen, aber wir sind in einer globalen Krise, wir sind in einem Krieg in Europa. Da gehört sie zusammenstehen in einer Koalition und nicht so ein Streit, so ein Schauspiel, wie wir es heute früh wieder gesehen haben. Das ist unerträglich und lieber Herr Bay, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, das trägt nicht dazu bei, dass Politik wieder angesehen wird, dass Politik vertraut wird. Das trägt es sicherlich nicht und ich gehe fest davon aus, auch die FDP wird am Sonntag das auch zu spüren bekommen in Nordrhein-Westfalen, was heute da abgelaufen ist. Das muss man sehr deutlich sagen. Also ich fand das nicht gut und es ist ein Schauspiel, was zunehmend unerträglich wird. Aber meine Damen und Herren, ich möchte auch noch mal ein Stück weit einen Bogen spannen zu meinen Ausführungen zu der Union am Anfang, zur Zukunft der CDU auch als Volkspartei. Leider haben wir Corona und die Erschütterungen der Bundestagswahl sowie auch sowohl das neue Grundsatzprogramm als auch die Modernisierung von Parteiarbeit und von Parteistrukturen ein Stück weit verhindert. Es gab keinen Präsenzparteitag, es konnten keine Satzungsänderungen beschlossen werden. Umso wichtiger ist es, dass wir hier nun schnell zu guten Ergebnissen kommen. Beim Grundsatzprogramm sind in gewissen Abständen, lieber Herr Müller, Sie haben es angesprochen, einfach größere Renovierungsarbeiten wie an einem Haus auch erforderlich, um auch für die jeweils nächste Generation behaglich zu sein. Ans stabile Fundament geht es dabei nicht, aber es geht an die Tapeten und ab und an gilt es, den Fortschritt auch hereinzulassen, zum Beispiel in Bad oder Küche. Das letzte Jahrzehnt war dynamisch, insbesondere auch bei der Digitalisierung. Und so ist es wieder einmal überfällig, wenn wir moderne Volkspartei bleiben wollen, was wir ja wollen, und seit vielen Jahrzehnten ja auch immer sind, aber wir müssen ein neues Grundsatzprogramm angehen. Manche Frage gilt es dabei auch strittig zu diskutieren und zu entscheiden. Den Prozess hat der CDU-Bundesvorstand auf den Weg gebracht. Die Grundwerte und die Fachkommissionen arbeiten. Wir können dabei auch auf eine gute Vorarbeit der Vorgänger-Generalsekretäre aufbauen und darum bin ich auch optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren hier gut vorankommen und ein neues Grundsatzprogramm auf den Weg bringen. Alle Mitglieder, die hier sind, bitte ich, auch die Nichtmitglieder, bitte ich, ihre Vorschläge mit einzubringen, was die CDU als Volkspartei der Zukunft ausmachen soll. Es ist wichtig, dass alle Ebenen sich ein Stück weit beteiligen,
Sonst wird das, glaube ich, nicht gut, aber ich bin optimistisch mit dem Prozess, so wie er aufgesetzt wird, dass wir das gut hinbekommen. Meine Damen und Herren, gut vorbereitet, hart gerungen und letztendlich mit einer breiten Mehrheit entschieden, hat auch die Struktur- und Satzungskommission moderne Parteiarbeit und moderne Parteistrukturen sind wichtig. Weiblicher, jünger und diverser. So wie auch unsere Gesellschaft, das Wahlvolk ist. Mir ist wohl bewusst, dass es hier erhebliche Beharrungskräfte gibt in unserer Partei. Und ich weiß auch, dass Quotenvorschläge keine Jubelstürme auslösen. Das war das Klatschen der Jungen Union, ihr kriegt aber auch was. So, mir ist, aber es ist seit vielen Jahren auch nichts passiert. Und während sich die Gesellschaft entwickelt, sind wir auch mit unserer Mitgliederstruktur ein Stück weit stehen geblieben. Und das kann aus meiner Sicht nicht so bleiben. Nehmen wir mal den Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Der beträgt aktuell nur 34,7%. Seit 1998 ist kein nennenswerter Anstieg zu verzeichnen. Bündnis 90 Die Grünen mit 58% und Linke mit 54% liegen seit Jahren deutlich vorne in diesen Fraktionen, sind die Parlamentarierinnen die Mehrheit. Die SPD liegt bei einem Frauenanteil von 42% unter 50%, aber noch über dem Durchschnitt. Die Union liegt aktuell im Frauenanteil bei 23,5% und die FDP bei 24%. Wir rangieren dabei deutlich unter dem Durchschnitt. Und das ist nicht gut. Wollen wir doch auch ein Parlament haben, das die Lebenswirklichkeiten, eine Fraktion haben, eine Unionsfraktion haben, die die Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land widerspiegelt. Auf kommunaler und regionaler Ebene haben wir gar nur 9,5% Landrätinnen und 10% Bürgermeisterinnen in Deutschland. Und von 16 Fraktionsvorsitzenden der Union in den Landtagen gibt es nur eine Frau. An Ihnen. Und ich grüße an dieser Stelle herzlich Ines Klaus. Und so sehen, meine Damen und Herren, auch viele Kreisvorstände aus, trotz Frauenquote. Und das kann nicht so bleiben. Wir haben dafür gute Vorschläge gemacht. Gute Vorschläge, eine Kombination aus Quote und Anreizen. Eine dynamische und wirklich umsetzbare Quote, ein Jugendstellvertreter, politische Elternzeit, feste Anfangs- und Endzeiten für Sitzungen sowie mehr digitale Angebote. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur auf Bundes- oder Landesebene, sondern eben auch in den unteren Ebenen der Partei mehr Frauen haben. Für die Kreisvorstände, für die Bezirksvorstände, für die Stadt und für die Gemeinderäte. Wir brauchen auch verstärkt Mentoring-Programme und wir müssen weiblicher, empathischere, sozialere Themen auch besser setzen. Ja, meine Damen und Herren, es gibt die feministische Außenpolitik und das ist aus meiner Sicht auch gut so. Gemischte Teams sind übrigens anerkannt und rein weiblichen oder rein männlichen nahezu immer überlegen. Das ist ja Grundkurs eines jeden BWL-Studiums. Und es kommt immer auch auf eine gute Mischung an von Jüngeren und Älteren. Wir müssen offener werden, beispielsweise für temporäres Engagement, für Projektarbeit oder für die Einbindung von Nichtmitgliedern. Und ich finde, wir sollten auch die breite Mitgliederbeteiligung, so wie wir sie bei der Wahl des Parteivorsitzenden haben, die müssen wir uns bewahren. Nicht um die gewählten Gremien zu entwerten, sondern auch, um bei den großen Fragen die Legitimation zu stärken. Abschließend ein Blick von mir zu Ihnen nach Hessen. Seit 1999 haben Sie einst roten Hessen, in Sachsen gab es auch mal ein rotes Sachsen, sehr viel auf den Weg gebracht. Das Bundesland hat sich deutlich zum Besseren verändert. Die Beseitigung von Unterrichtsausfall, die personelle Stärkung Ihrer Polizei, Hessen ist über die Grenzen hinaus.
bekannt. Und glücklicherweise ruhen sie sich auch nicht auf den Erfolgen aus. Stattdessen wird besonnen, aber konsequent auch weitergearbeitet und das zahlt sich aus. In Hessen wird eindrucksvoll gezeigt, dass CDU und Grüne ein wirtschaftlich starkes Bundesland gemeinsam gut regieren und voranbringen können. Sie stehen mit einer schwarz-grünen Koalition mit nur einer Stimme Mehrheit im Landtag viel besser da als die Ampel mit einer Mehrheit von über 90 Mandaten im Bundestag. Das liegt sicherlich auch an größeren Schnittmengen mit den hessischen Grünen bezüglich der Wirtschaftspolitik. Allerdings liegt das auch an dem geräuschlosen, aber effektiven Führungsstil der handelnden Personen. Und der Schwerpunkt, meine Damen und Herren, liegt bei Ihnen klar auf dem Thema guter Zukunft. All diese Erfolge stehen auch im engen Zusammenhang mit einer geschlossenen Landespartei und natürlich namentlich mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Er hat sich entschieden, nach fast 12 sehr erfolgreichen Jahren im Amt des Ministerpräsidenten den Weg zu bereiten für eine Staffelstabübergabe. Bereit zu sein, nach solch einer langen Zeit eine Position aufzugeben und geordnet zu übergeben, kommt nicht oft vor, aber es ist auf jeden Fall sehr verdient. Große Anerkennung und größten Respekt dafür. Politiker im Landtag für das Amt des Ministerpräsidenten zur Wahl. Er ist über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg sehr angesehen. Ich wünsche ihm viel Glück für die Wahl, für die Bewältigung der hoffentlich zukünftigen Aufgaben. Wünsche ich ihm auch alles Gute. Die CDU Deutschlands baut auf eine starke hessische CDU. Erfolg, liebe Landtagsabgeordneten, braucht es natürlich auch immer eine starke Landtagsfraktion. Dafür steht auch Ines Klaus mit ihrer Arbeit als Fraktionsvorsitzende und ich freue mich sehr, dass ich mit ihr im CDU-Bundesvorstand sehr gut zusammenarbeite. Sie ist eine starke Frau und sie ist eine starke Stimme für Hessen in der Union. Meine Damen und Herren, wir blicken heute bei allen Herausforderungen. Und das habe ich sowohl bei Herrn Müller, bei Herrn Beil, aber auch bei Armin in den Grußworten gehört. Wir blicken gemeinsam bei allen Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Wir machen Politik, weil wir unser Gemeinwesen wertebasiert gestalten wollen. Wir streiten für die Demokratie, wir arbeiten für Wohlstand und Frieden in Deutschland und Europa natürlich. Und wir machen das mit Freude. Mit einem Lächeln im Gesicht. Die Menschen können sich auf die CDU, auf die Union im Land verlassen. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich uns heute einen guten Abend, gute Gespräche und ich bedanke mich nochmal recht herzlich für Ihre Einladung und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. In der Analyse nicht an einem Punkt, nicht gleich, aber ansonsten an vielen anderen Stellen. Ich kann nur sagen, wir haben seit 2003 eine Landtagsabgeordnete, wir hätten beinahe eine Bundestagsabgeordnete in der Nachfolge von Bernd Siebert bekommen. Also, Sie müssen sich das ja nicht annehmen. Genau, genau. Aber trotzdem finde ich es jetzt nicht schlimm, dass das mit der Satzungsänderung noch nicht funktioniert. Aber Sie haben aber sicherlich auch die Worte des Generalsekretärs. Nee, aber werde ich nachlesen, lohnt sich bestimmt. Ja. Aber ich finde, es ist genau der richtige Aspekt, den Sie angesprochen haben, weil es macht mir nämlich den Übergang zu dem Dankepräsent leichter, das ich für Sie habe. Ich verschenke nämlich gern Bücher, weil das ist was anderes, als Ihnen jetzt einen Fresskorb mit auf den Weg nach Sachsen zu geben. Denn Sie haben ja selber was, um satt zu werden. Und insofern möchte ich Ihnen dieses Buch hier schenken, von Jill Lepore. Es heißt Die geheime Geschichte von Wonder Woman. Wonder Woman ist eine Figur aus dem DC-Universum. Es gibt zwei ganz tolle Kinoverfilmungen aus den letzten Jahren. Und hier wird die Geschichte dieser Figur beschrieben. Und darin eingebettet ist sozusagen die Geschichte des Feminismus in der Populärkultur. Von Jill Lepore, die ein sehr lesenswertes Buch auch über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft vor 2 Jahren, glaube ich, geschrieben hat. Ich habe auch dieses Buch gelesen, es hat mir sehr gut gefallen, es weitet ganz sicher den Blick und ich glaube, Frau Marquardt, das ist genau das Richtige für Sie. Und apropos
Feminismus und Frauen in der Politik, Anna, es tut mir so leid. Ich habe eben vergessen, Anna-Maria Bischoff zu begrüßen als Ehrengast, die mittlerweile auch Kreisvorsitzende des Nachbar-CDU-Kreisverbandes Schwalm-Eder ist in der Nachfolge von Bernd Siebert und darüber hinaus im letzten Herbst hier Bundestagskandidatin gewesen. Also, und jetzt hat das Wort der Fraktionsvorsitzende. Ja, sehr geehrte Frau Magwas, liebe Familie Beil, liebe Frankenberger und Gäste, meine sehr verehrten Parteifreunde und Ehrengäste, gestatten Sie mir zum Ende dieses Empfangs ein paar abschließende Schlussbemerkungen. Dies natürlich in gebotener Kürze und seien Sie gewiss, nach meinen Worten endet der offizielle Teil und wir dürfen Sie herzlich einladen, hier bei Beils mit uns noch bei Canapés und Getränken zu verweilen und den Abend mit guten Gesprächen ausklingen zu lassen. Aktuelle Herausforderungen global und den Bericht aus der Berliner Politik haben wir heute Abend bereits gehört. Umso mehr freue ich mich, heute hier mit Ihnen nach nunmehr 2 Jahren gesellschaftlicher Passivität über Frankenberg und unsere Politik sprechen zu können. Nach unserem letzten Empfang in der Ida-Bergland-Halle haben wir auch die Auswirkungen von Corona in der Kommunalpolitik schnell gespürt. Und das meine ich nicht nur im praktischen Sinne, dass Sitzungen digital stattfinden mussten oder dass Maske getragen wurde. Vielmehr wurde schnell deutlich, dass Steuereinnahmen und deren Schätzungen rapide nach unten korrigiert wurden. Das betraf in den einstigen Vorhersagen zum Beispiel die Gewerbesteuer, aber auch die kommunalen Anteile der Einkommenssteuer. So turbulent die Jahre 2020 und 2021 waren, so vielschichtig auch die Prognosen. Nach einer kurzen Erholung scheint derzeit aber durch die furchtbare Kriegssituation in der Ukraine vieles wieder auf den Kopf gestellt. Die Auswirkungen sind nicht nur in Supermarktregalen spürbar, sondern auch in unseren täglichen Auseinandersetzungen in unserer Arbeit als Kommunalpolitiker. Anders als auf Bundesebene dürfen wir auch hier in der neu gewählten Legislaturperiode seit 2021 Frankenberg wieder aktiv mitgestalten. Zwar, so sagt man, hat Opposition auch einen erneuernden Charakter. Wir sind aber dennoch froh, dass wir dank unserer Kompetenz, einem engagierten Wahlkampf und letztlich einem soliden Wahlergebnis wieder hier in Regierungsverantwortung stehen dürfen. Dabei ist eines ganz gewiss, sowohl in den Koalitionsverhandlungen als auch in unserer aktuellen Arbeit ist Demut, aber auch selbstbewusstes Auftreten wichtig für unseren Erfolg. Dank der guten Zusammenarbeit mit Bürgermeister Rüdiger Hess bewegt sich hier in Frankenberg viel. Einige Projekte gehen wir sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik zielgerichtet an, um Frankenberg noch besser zu machen. Bereits in unserem letzten Wahlprogramm haben wir einiges für die Zukunft unserer Philipp-Soldan-Stadt Frankenberg definiert. Kaum ein Jahr nach der Wahl konnten wir davon schon einiges umsetzen. Und, wie unser Parteivorsitzender bereits angekündigt hat, arbeiten wir als CDU auch schon stetig an unseren nächsten Ideen und Vorstellungen für die Stadt der Zukunft. Wir sind stolz darauf, dass wir als CDU Frankenberg so aktiv an dem Erfolg und der wegweisenden Entwicklung dieser Stadt mitwirken. Dies macht uns so schnell kein Mittelzentrum nach. Lassen Sie mich einige beispielhafte Projekte kurz ansprechen, um zu verdeutlichen, wie sich Frankenberg an der Eder entwickelt. Thomas Müller und ich haben bereits vor einigen Jahren gemeinsam mit Bürgermeister Rüdiger Hess den Auftakt zur Modernisierung der Ida-Bergland-Halle gegeben. Was anfänglich nur als energetische Sanierung geplant war, steht nun im Sommer auch durch unsere Impulse mit einer umfassenden Modernisierung kurz vor Vollendung. Ich kann Ihnen auch in meiner Funktion als Vorsitzender des Bauausschusses sagen, dass in der Gebäudeplanung viele Details berücksichtigt wurden und dass der Innenausbau nach modernsten Standards erfolgt.
Wir brauchen eine moderne Veranstaltungslocation, damit wir auch wieder gesellige Feste feiern, Tagungen durchführen können. Nicht nur städtebauliche Entwicklung, sondern auch die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung, gerade nach Corona, darf nicht vergessen. In der Kernstadt werden aber auch weitere Dinge zurzeit forciert. So bauen wir für die Ehrenamtlichen der Feuerwehr nun einen neuen Stützpunkt, um einerseits den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, aber auch aus Wertschätzung der kompetenten und engagierten Feuerwehrmänner und Frauen. Ebenso das Bahnhofsgebäude ist bereits in Planung und wartet sodann auf Baubeginn. Wir sind sehr zuversichtlich, dass uns dort eine gelungene Umsetzung erwarten wird. Aber auch der Straßenbau, dort wird sich auch einiges tun. Durch unser eigenes Radwegekonzept werden zurzeit viele neue Brücken für Radfahrer und Fußgänger errichtet, um die Verbindung der einzelnen Ortsteile und der Kernstadt stetig zu verbessern. Wir als CDU stehen im Zusammenhang des Radwegekonzepts nicht für eine Verdrängung des Automobilverkehrs durch Schilder oder gar durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, sondern wir wollen viel eher das Potenzial für beide Verkehrsteilnehmer ausschöpfen. Und dies gelingt uns durch das ausgearbeitete Konzept auch zunehmend gut. Natürlich haben wir auch gemäß unserer Ankündigungen in unserem Wahlprogramm die Ortsteile fest im Blick. So bringen wir nicht nur regelmäßig Änderungen zum Haushalt zeitnah in der Verwaltung ein, um das ein oder andere Anliegen der Ortsbeiräte zu positionieren. Und Frau Magwas, Sie haben den ländlichen Raum insbesondere angesprochen. Sondern wir unterstützen die Ortsbeiräte in jedweden Belangen. Und es findet zurzeit auch, wie Sie vielleicht alle bereits der Presse entnehmen konnten, ein komplettes Dorfentwicklungsprogramm für die Stadt statt. Und ich bin sehr froh, dass unsere CDU-Vertreter dort in den jeweiligen Ortsteilen sich in den Lenkungsgruppen kompetent engagieren und einbringen. Wir haben vor einiger Zeit bezüglich der Dorfgemeinschaftshäuser eine ganzheitliche Renovierungsstrategie gefordert. Und diesbezüglich wurde uns auch seitens der Verwaltung bereits eine Bewertung der Gebäude vorgelegt und zur Verfügung gestellt. Und mit etwas Kreativität können wir sicherlich auch in dem bereits begonnenen Prozess der Dorfentwicklung hier vieles in den DGHs umsetzen, damit in den Ortsteilen Treffen in angemessenen Rahmenbedingungen und renovierten Räumlichkeiten ermöglicht werden. Unsere politische Arbeit hat sich seither auch nochmals intensiviert. Nicht nur die konsequente Bearbeitung unserer Wahlkampfankündigungen, wie beispielsweise die Etablierung von Bürgerfragestunden in den Stadtverordnetenversammlungen, die Initiierung von Social-Media-Kanälen seitens der Stadt sowie die verstärkte Partizipation von Jugendlichen haben wir bereits begonnen. Wir arbeiten auch mit anderen Parteien konstruktiv zusammen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es bereits der Zeitung entnommen. Die nächste Diskussion um die Erweiterung der Gewerbeflächen in Frankenberg, dies war übrigens ein Antrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes der Stadt Frankenberg, der von uns eingebracht wurde. Und auch die damit verbundene Chance für ein komplett neues, modernes Sportzentrum in Frankenberg steht an und wird uns sicherlich diese Diskussion in den nächsten Jahren begleiten. Vielleicht kann dieses oder ein anderes Thema ja Anlass sein für ein gemütliches Gespräch. Wir jedenfalls laden Sie herzlich ein, noch etwas zu bleiben. Haben Sie recht herzlichen Dank und uns allen einen schönen Abend.